Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die Matrix-Produktion im Fluss. Wir schauen uns dabei das Zusammenspiel von Matrix und Lean an, reden über die Automatisierung in der Elektronikfertigung und natürlich auch die Rolle des Menschen. Dabei kommen wir nicht an dem Thema Digitalisierung vorbei und werden auch mal hören, was es mit dem Dirigenten der Wertschöpfung auf sich hat. Über all diese Themen rede ich heute mit Manfred Kirchberger. Er ist Werkleiter bei Siemens in Karlsruhe, verantwortet dort knapp 1000 Mitarbeiter, ist 2021 Fabrik des Jahres geworden und ist so nebenher auch noch globaler Manager im Werkeverbund bei Siemens für 10 Werke weltweit verantwortlich, dort für die Themen Footprint-Strategie, Digitalisierung und Lean zuständig. Er ist mittlerweile seit 1995 bei Siemens, hat sich da vom Trainee bis hin zum Geschäftsführer eines Siemens Joint Ventures in China weiterentwickelt und ist heute hier zu Gast. Hallo Manfred, schön, dass du da bist. Hallo, grüße dich. Wir reden heute über die Matrix-Produktion im Fluss. Das ist ja so ein bisschen das, für was ihr in Karlsruhe und ich glaube auch du ganz persönlich schon ein bisschen bekannt bist. Und als allererstes, und ich glaube, das ist auch zum Start eine ganz wichtige Frage, was heißt Matrix eigentlich bei euch? Gut, also wie gesagt, Matrix, vielleicht allgemein ist ja der Begriff gewesen, wo es sehr bekannt geworden ist, im Wesentlichen hat die Industrie zur Taktentkopplung, aber im Montagebereich. Und wie wir uns auseinandergesetzt, welche Lösungen für unsere Probleme wir brauchen, war eine Matrix, aber sagen wir ein Ansatz, aber immer quasi im automatisierten Bereich, also im Maschinenbereich. Das heißt, für uns heißt eine Matrix, wir verbinden verschiedene Maschinenbereiche so, dass wir flexibel, also unabhängige Produkte durchbekommen und eine höchste Flexibilität zu haben. Aber auch, sagen wir, das Thema Maschinenauslastung optimieren, aber auch, sagen wir, versuchen, diesen virtuellen Fluss, den wir halt durch den räumlichen Fluss aufgehoben haben, im Wesentlichen beizubehalten. Ja, da können wir gleich drüber reden, was das im Fluss heißt. Also um das nochmal in meinen Worten wiederzugeben, es kommt aus der Automobilindustrie, da hat man viele Montagezellen, montiert dann halt sehr, sehr flexibel und vor allem taktunabhängig sein Fahrzeug zusammen. Bei euch ist es ja eigentlich komplett anders, wie du gesagt hast. Ja, ihr habt jetzt einen kleinen Anteil Montage. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu sagen, wieso der Prozess abläuft? Aber ihr habt da auch vor allem hochautomatisierte Prozesse. Das ist sicherlich auch nochmal ein großer Unterschied zu der Automobilindustrie, wenn man sich die Endmontage anschaut. Genau. Also wie gesagt, wir sind ein Elektronikwerk, das heißt, wir produzieren Elektronik und zwar reicht es von PCs, wirklich kundenspezifischen Industrie-PCs, bis hin zur Prozessleittechnik, die quasi bei BASF in den Kolonnen stehen außerhalb in dem Augenblick. Das heißt, sie bestehen aus einer Leiterplatte, wo Bauelemente bestückt werden, gelötet werden und dann wir je nach Größe des Geräts, wie gesagt, bis zum großen PC werden die dann auch zusammengebaut, zusammengesteckt. Deswegen sind unsere Montageinhalte deutlich weniger, was bei uns natürlich deutlich streut. Das Portfolio, was wir haben, ist schon extrem breit. Es reicht wirklich von einem kundenspezifischen Trip-PCs auf verschiedene Klassen bis hin zu Kameras, Tags zum Lesen, RFID-Tags, 5G-Netzwerk-Equipment. Es ist schon ein sehr breites Spektrum, was wir da abdecken. Und deswegen liegt die Herausforderung, sagen wir, dieses breite Spektrum mit immer höher wachsender Komplexität, mit neuen Schnittstellen, neuen Varianten. Sagen wir, die Digitalisierung treibt ja auch hier die Innovation nach vorne, entsprechend kostenoptimiert, aber auch wettbewerbsfähig produzieren zu können. Mhm. Das ist super, weil du gehst jetzt genau schon auf meine nächste Frage ein. Ich wollte mich fragen, wozu das Ganze, ja? Also wozu die Matrix? Und du hast jetzt schon ein großes Thema genannt, nämlich das Thema Komplexitätsbeherrschung und Wettbewerbsfähigkeit. Kannst du sagen, wie da die Matrix auf die beiden Punkte einzahlt? Also für uns, wie gesagt, die Herausforderung auf uns war dadurch, dass immer stärkere Schwankungen im Supply Chain waren, immer mehr Produkte kommen, kürzer Lebenszyklus, war das Problem, dass wir quasi, wir waren vorher produktorientiert aufgestellt, wirklich, sagen wir, auch die SMD-Linien in den Fluss gebracht, in die Segmenten. Was dann passiert ist, aufgrund der Dynamik, eine Linie war ausgelastet, die andere ist halb stillgestanden und die war räumlich getrennt. Die Matrix hilft uns, unser teures Equipment quasi zusammenzufassen, dort eigentlich Optimierung herbeiführen zu können im Sinne Automatisierung, aber auch die Flexibilität beizubehalten, dass ich jedes Produkt darüber bekomme in relativ kurzer Durchlaufzeit. Und ich glaube, diese Herausforderung, auch mit den ganzen Schwankungen, die wir jetzt in der Supply Chain haben, und ich glaube, das Thema querstehendes Tanker im Suezkanal oder auch, sagen wir, Lieferkrisen, die wir haben, helfen dazu, diese robuste Resilienz quasi in unseren Fertigungsbereichen deutlich besser machen zu können. Weil Maschinen sind nicht so flexibel wie Menschen, muss man auch wissen. Und so eine SMD-Linie mal kurz zu verschieben, ist nicht so einfach, wie Mitarbeiter aus einem Bereich zum nächsten zu
bringen, zu qualifizieren, einzusetzen. Da haben halt Maschinen oftmals, sagen wir, einen geringeren Flexibilitätsanteil. Und um darauf einzugehen, haben wir die Matrix genutzt, um hier die Resilienz und Flexibilität der Maschinen zu erhöhen. Das heißt, ihr habt die auch räumlich anders angeordnet, sodass die verschiedenen Schritte wirklich auch nebeneinander sind und eben nicht nach Produkten orientiert. Okay, du nickst, das ist schon mal richtig verstanden. Ein anderer Punkt ist aber auch, dass die Maschinen ja dann auch so flexibel sein müssen, dass sie dann auch alle Produkte montieren oder nachher auch prüfen können. War das schon gegeben oder musstet ihr da auch investieren? Also muss man auch investieren, sagen wir mal so rum. Dadurch, dass oftmals die SMD-Linien aufs Produkt optimiert waren, waren natürlich auch nicht die Linien immer gleich. Und wenn man natürlich jedes Produkt auf jede Linie fetten möchte, idealerweise, muss man natürlich schauen, dass die Maschinen die gleichen Voraussetzungen haben. Von dem her muss man da auch in die quasi Standardisierung gehen. Manchmal muss man auch akzeptieren, dass ein Produkt nicht optimal gefertigt wird, im Sinne einer Kostenoptimierung, dass ein Bestück manchmal nicht läuft. Aber im Gesamten rechnet sich das Thema, wenn ich die Durchschnitt Auslastung dann deutlich besser gestalten kann. Da muss man wissen, ist Rennen gegen die Zeit, weil letztendlich, wenn ich alle Linien gleich habe und der nächste Innovationsschritt kommt, muss ich alle Linien gleichzeitig innovieren. Hier gilt es, einen Begriff zu finden. Wir zum Beispiel, wir haben dann geteilt zwischen einer SMD links und rechts, wo zwei Teilbereiche, wo wir immer angleichen gefahren haben. Und dann haben wir versucht, den Aufwand, um einen quasi von einer Seite zur nächsten zu kommen, möglichst gering zu halten. Und damit haben wir auch einen Weg gefunden, Innovationen reinzubekommen, aber trotzdem den Ziel, nämlich jedes Produkt auf jede Linie fertigen zu können, auch relativ nahe zu kommen. Okay, du hast jetzt von dem SMD-Bereich geredet, wo entsprechend die einzelnen Elemente auf die Leiterplatten kommen. Es ist ja aber nicht nur der SMD-Bereich. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das konkret ausschaut, welche Aspekte die Matrix noch hat oder welche Bereiche die Matrix mit abdeckt bei euch? Also wie gesagt, Startpunkt war wirklich der SMD-Bereich plus dann meine Prüfmatrix. Wie gesagt, jedes elektronische Produkt muss ja elektrisch geprüft werden oder sollte elektrisch geprüft werden. Und wir haben in der Regel, werden diese Prüfungen durch ICT-Adapter, also In-Circuit-Tester gemacht, mit Adapter, wo Nadeln auf die Leiterplatte kommen, wo dann die Ströme gemessen werden. In Karlsruhe hatten schon lange quasi keine fixen Adapter, weil Adapter hat einen Vorteil, er ist schnell, hat aber den Nachteil, sie brauchen Adapter. Das heißt, wenn viele Produkte da sind, mit kurzen, quasi mit wenig Stückzahlen, dann hat man relativ viele Adapter in Paternoster stehen. Wir waren in Karlsruhe relativ lang schon auf sogenannten Flying Probes. Es ist einfach eine Maschine, die diese Nadel fliegend macht. Ich sag's mal, Flying, also fliegende Prüfstifte, wenn man es mal so übersetzen möchte, wo wir quasi dann die Flexibilität haben, entsprechend prüfen zu können. Und der Vorteil der Maschinen ist, ich habe nicht mehr die Komplexität der Hardware, sondern ich bringe sie Software und damit kann ich über Compiler relativ einfach die Adaptierungen machen. Nachteile sind natürlich die Laufzeit der Prüfprogramme. Mhm. Und damit haben wir aber auch gemeinsam schon sehr früh, und zwar weit vor meiner Zeit, ein Boundary-Scan-Adaption entwickelt, dass die Prüfzeiten deutlich runtergehen, sodass wir es testen können. Und jetzt ist der Vorteil, dadurch, dass das programmierbare Software ist, können diese Maschinen jede Baugruppe prüfen. Das heißt, ob das ein Mainboard ist für einen PC oder ob das im Wesentlichen eine Baugruppe für eine Stromversorgung eines Netzwerkes ist, ist es unabhängig davon, weil die Nadeln einfach über die Programme angesteuert werden. Und das ist eigentlich der große Vorteil, den wir haben. Und ist die zweite Matrix, dass wir das Thema elektrisches Prüfen quasi auf diese Ebene gebracht haben. Und je nachdem, welche Baugruppen wir haben, wird ab und zu auch noch gerönt. Gerönt heißt, wir haben Bauelemente, die nicht sichtbar sind, die durchaus kritisch sind, auch zur Prozesskontrolle und wie gesagt, parallel röntgen. Ob ich zuerst rönke oder erst elektrisch prüfe, ist von der Reihenfolge egal. Und das heißt, die haben in die Matrix gebracht, sodass auch die Produktreihenfolgen noch verändern können, neben der Reihenfolge, welche Maschine genommen wird. Ja, das macht ja Sinn, je mehr Freiheitsgrade man hat, je mehr kann man dann auch optimieren und die Auslastung hochbringen. Ne? Genau. Ja. Das ist schön. Ein wichtiger Punkt ist ja dabei auch immer das ganze Thema Transport. Ne? Ich muss ja nicht nur die Maschinen und die Anlagen eben flexibilisieren, sondern ich muss natürlich auch den Weg dazwischen flexibel nutzen können, sonst bringt mir das alles nichts. Wie sieht es bei euch aus? Bei der Matrix denkt man klassisch immer an fahrlose Transportsysteme. Sehe ich die bei euch auch? Also sieht man bei uns auch. Und ich sage es ja immer, jeden, der Besuch kommt, dann mal das Thema. Fahrloses Transportsystem schaut aus wie das Wichtigste, ist aber, ich sag's mal, die Kirsche auf dem Kuchen. Okay. Danach. Weil letztendlich die Wege selber, und da wir quasi in, sagen wir, SMD-Bereich in Flusseinheiten, das heißt Magazinen von mehreren Baugruppen reden, ist der Transport nicht das Wesentliche. Aber der Vorteil, klar, es fahren auch AMRs, das muss das Ziel auch sein. Der Vorteil ist aber, dass nicht der Mensch bestimmt, wo es hinkommt, sondern die Systeme, die suchen sich die freie Maschine. Ob dann der Mensch das bringt,
oder ein faules Transportsystem, ist eine zweite Sache. Aber es muss das Ziel sein. Und interessanterweise, weil das Hin- und Herschieben der Bau, der Flusseinheiten oder der Magazine, ist ja nicht wirklich eine wertschöpfende Tätigkeit, die ein Facharbeiter, sag's mal, mit Erfüllung bestimmt in dem Augenblick. Und ich glaube, da ist eine relativ hohe Akzeptanz da, dass man das dann auch machen lässt. Aber der Weg dorthin ist eigentlich das Ziel, was viel an Verschwendung, aber auch viel an Digitalisierung, Automatisierung braucht, wo auch den Ingenieure, aber auch die Leute vor Ort im Shopfloor motiviert, den Weg zu gehen. Das heißt, du hast jetzt von den Flusseinheiten geredet. Kannst du die noch ein bisschen plastisch beschreiben, dass dein Bild im Kopf entsteht? Weil ich glaube, man kann sich sonst schwer vorstellen, wie so eine Flusseinheit ausschaut. Eine Flusseinheit, wie gesagt, man muss ja diese Baugruppen, das heißt, es sind Leiterplatten, Bauelemente, je nach Höhe, muss ich irgendwo transportieren. Wir hatten sie vorher, machen Fluss, also in Magazinen, wo wir sie eingestapelt haben, hatten sie manchmal in Kisten gelegt, in mit drin. Das geht natürlich jetzt dann nicht mehr, weil wenn diese Teile weiter transportiert werden, müssen die ja quasi übernommen werden. Und wir haben sogenannte, wir haben Magazine gemacht, das heißt, wo sie senkrecht eingestapelt sind aufeinander, die quasi, und die bestimmen die Losgrößen der Aufträge zueinander. Und die gehen auch immer weiter und die behalten auch, sag mal, diese Ordnungskriterien, also das Ordnungskriterium bei, wie viel quasi da zusammenkommen. Und das haben wir als Flusseinheit bezeichnet, sind Magazine, wo auf Leiterplatten aufeinander gestapelt sind. Ja. Ich meine, das ist ja aber auch ein wichtiger Punkt, gerade wenn man die Prozesse dann auch mit dem Transport automatisiert, muss natürlich auch die Übergabe dann automatisiert sein. Ich weiß nicht, war das bei euch einfach oder was waren so da Erfolgskriterien, dass das überhaupt funktioniert? Naja, die erste Erkenntnis, die wir hatten, war, nachdem wir angefangen haben, die Grundidee ist relativ schnell geboren worden und das heißt der Vorteil der Matrix, es treibt Innovation. Das erste, was gekommen ist, ja, wir können ja gar nicht automatisch einen ausstapeln. Also genau. Es fängt an damit, es geht dann, wenn eine Leiterplattenbreite wäre, das ist aber nicht gegeben aufgrund der Produkte. Das heißt, als erstes mussten wir quasi ein System entwickeln, gemeinsam mit Vorlieferanten, der quasi die Magazine, also die Flusseinheit automatisch einstellt und automatisches Ein- und Abtransport macht dazu. Und das war durchaus ein Schritt, der elementar war im ganzen Thema, weil damit natürlich auf dem Kern des Transports wir uns optimiert haben. Wie gesagt, beim Transport muss ich sicher sein, dass keine Baugruppen durchfallen, also all die hübschen Sachen, die dort waren. Und das war schon ein Riesenschritt, weil dieses Einstellen wurde vorher manuell gemacht, da war es teilweise nicht eingestellt, sind es trotzdem durchgefallen. Jedes Mal muss der Facharbeiter hin. Und das hat doch sehr viel auch gebracht, an Verschwendung im täglichen Prozess rauszunehmen. Aber es war der erste Schritt, den wir uns automatisierungstechnisch vorgenommen haben, nachdem wir gesagt haben, wir wollen in Matrix gehen, und gesagt, da brauchen wir auch das. Und damit war aber auch klar, was die Automatisierer als erstes angehen, nämlich diesen Schritt. Okay, ja, aber dann ist das doch schon so, wie ich eingeschätzt habe, ne, dass das ein Knackpunkt ist und auch ein wichtiger Punkt, weil wenn diese Schnittstellen nicht funktionieren, dann funktioniert am Ende die Matrix nicht. Ne? Genau, dann wird es sehr manuell und dann ist natürlich der Aufwand, den ich in Transport und die manuelle Steuerung reinlegen muss, deutlich höher, wie das, was ich dann auch am Schluss gewinne. Genau. Ja. Jetzt redet ihr ja immer von der Matrixproduktion im Fluss und das grenzt euch ja schon mal so ein bisschen ab zu sagen, naja, es ist jetzt keine reine Matrix und dazu kommt dann auch noch dieses Thema Lean und ich weiß, du bist auch ein großer Fan von Lean und aus meiner Sicht ist Lean und Matrix immer in so einem gewissen Gegensatz zueinander. Wie siehst du das? Naja, sag mal, die Frage der Ausprägung, sagen wir auch, also ich bin selber Verfechter von Lean und glaube, dass auch Lean der richtige Weg ist. Und Lean und Matrix auch per se, auch wie gesagt, in der Literatur beißt sich erstmal nicht. Man tauscht Verschwendungsarten. Also Verschwendungsarten, man tauscht Wartezeiten Mensch gegen Transport. Ja. Also mal generell, weil wenn es wesentlich um die Taktunabhängigkeit macht, nehme ich die Wartezeit des Menschen raus. Das heißt, der Mensch kann immer wertschöpfend arbeiten. Oder auch dafür der Maschinen, ne, dass die Maschinenauslastung höher ist. Oder der Maschine. Und dafür erhöhe ich auch den Aufwand Transport. Ich verarbeite die Wartezeit gegen Transportaufwand, beides Verschwendungsarten. Das heißt aber, um quasi da auch keinen Unsinn zu treiben, muss man natürlich die Verschwendungsart Transport sich dann genau anschauen. Das heißt, Lean und Matrix beißt sich nicht. Jetzt kennen wir in Deutschland immer die Diskussion, ich kann automatisieren, hurra, und vergesse alle Lean-Prinzipien. Das ist aber genau das, wo will ich sagen, wenn ich Themen klassisch über Lean, über Flussmontagen realisieren kann, ist Lean die Basis der Kultur. Und diese Fragen, was ist Verschwendung, wie ich gehe an ein Thema dran, das bleibt auch weiterhin auch eine Basis für eine Matrix, um die Verschwendung rauszunehmen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt und deswegen passt Matrix und Lean ganz gut zusammen, ist nicht oder, und ich vergesse sämtliche
Lean-Prinzipien, sondern die Lean-Prinzipien sind so weiter da. Und die Matrix öffnet uns einen neuen Weg, sagen wir, dieses Thema kundenspezifische Fertigung oder höhere Komplexität abwickeln zu können, nochmal zu lösen. Und ich glaube, von dem her ist Matrix ein weiterer Baustein im Lean-Kultur, um quasi die Herausforderungen, die wir haben, entsprechend auch, sagen wir, umsetzen zu können oder realisieren zu können und die Herausforderungen zu lösen. Ja, finde ich nachvollziehbar. Ich sehe einen Konflikt immer so ein bisschen bei der Matrix. Das ist, dass man ja die Auslastung erhöhen kann, entweder von den Maschinen und Anlagen, aber in den meisten Fällen dann auch einen höheren Work in Progress bekommt, ja, weil Transporte zunehmen, da habe ich schon mal Bestände und meistens muss ich ja auch irgendwo einen gewissen Puffer haben, um dann auch die Auslastung sicherzustellen. Habt ihr den Effekt auch erlebt, dass da die Bestände hochgegangen sind, oder wie seid ihr mit dem Zielkonflikt auch umgegangen? Per se, also es wird sich dann aneignen, wenn ich wirklich entkopple dazwischen. Wenn aber die Annahme ist, dass ich mich immer auf eine freie Maschine treffe, und die Annahme ist erstmal getroffen worden aufgrund der Flexibilität, weil die SMD produzieren recht viel mehr, dass die hinteren Bereiche nicht durchgehen können. Und wenn ich dann sicherstelle, dass keiner dazwischen irgendwann manuell einsteuert, sondern wenn er fertig ist, geht es auf den nächsten Bereich und nicht auf den Pufferbereich, dann ist es relativ sichergestellt, dass der Bestand weniger ist. Das Zweite, was kommt, ist natürlich, wenn man es erst einmal tut, stellt man ja fest, naja, ein paar Sachen können wir noch nicht. Da gibt es ein Qualitätsproblem dazwischen. Da muss ich in Hand was anlegen. Und damit beginnt die Arbeit dorthin, nämlich erstmal die Probleme, die drin sind, die vielleicht vorher akzeptiert worden sind, rauszunehmen und um diesen Fluss zu machen. Das heißt, die Erkenntnis war schon, dass die Gesamtzahl an Bestände weniger ist, weil keiner mehr manuell einsteuert, sondern quasi, man steuert nicht ein, sondern man fließt in dem Augenblick durch. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt gewesen, das zu akzeptieren. Und damit war der Bestand deutlich geringer wie vorher. Okay, das ist super. Aber klar, wenn ihr hinten raus dann auch entsprechend nicht die Auslastung als erstes Kriterium habt, sondern eben guckt, dass da der Fluss nicht unterbrochen wird, dann ist das total nachvollziehbar. Und dann ging es mehr darum, die SMD-Linien bestmöglich auszulasten, wie jetzt die nachgelagerten Prozesse. Ja. Genau, die Prüfautomaten waren ja eigentlich, sagen wir, nicht vom Kosten her der geringere Tat. Wichtiger war, die SMD-Linien auszulasten in dem Augenblick und, sagen wir, die genügend Kapazität bei den Prüfmaschinen auch zu haben, um quasi hier keinen Stillstand oder keinen größeren Stau zu erzeugen. Das wäre genau der richtige Punkt gewesen. Ja. Genau. Aber wenn jedes auslastungsgesteuert wäre, bin ich bei dir, dann hast du irgendwann ein Problem. Deswegen musst du einen Punkt setzen, nach was möchte ich optimieren und was ist einmal derjenige, der auch dann die Durchlaufzeit angibt. Ja, total. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man mit dieser Matrix als Organisationsform eben genau diese Gestaltungsmöglichkeiten hat und dann sagen kann, okay, wie möchte ich das denn auslegen, sodass ich dann die Freiheitsgrade so nutze, dass sie für mich bestmöglich dann auch Anwendung finden. Und das habt ihr da offensichtlich gut gemacht. Jetzt ist ja Matrix gefühlt auch nichts, was ganz statisch ist. Deswegen auch noch so ein bisschen die Frage, um das Thema Matrix-Produktion abzuschließen. Siehst du da auch Potenzial zur Weiterentwicklung? Weil es ist ja bestimmt lebendig, oder? Wir haben sehr stark im Technologiebereich angefangen, auch mit AMRs. Und ich glaube, jeder am Anfang gesagt, es sind AMRs. Wir haben dann überlegt, wir haben noch andere Bereiche, die jetzt eine Mischung aus Technologie ist, aber auch Montagebereich, also klassisch wie der Automobilindustrie. Und interessant war, wir haben jetzt quasi, es gibt ja noch den TAT-Prozess, das heißt, wo die Bauelemente durchgesteckt werden und dann über Welle gelötet werden. Haben wir auch eine Matrix gemacht. Das erste Konzept war auch genauso AMR mit der Erkenntnis, das klappt aber jetzt nicht ganz so, weil da sind wir wirklich Einzelstückfluss und das, sagen wir, bis so ein Transportsystem ein- und angekoppelt hat, dauert zur Zeit lang. Und wir hatten, glaube ich, 5 Masterarbeiten, verschiedene Perspektiven. Und das Überraschende wäre, wir haben jetzt auch ein Matrix-Konzept im Aufbau. Nur da ist die eigentliche Kunst für die Matrix nicht die Maschinen, die sind fest verkettet wie vorher auch. Es sind also die Bestückarbeitsplätze, wie die angeordnet sind, wie auch dann, sagen wir, die Logistik dazu ist, um die Themen zu machen, um diese Unabhängigkeit zu machen. Das war für uns alle überraschend, weil wir alle gedacht haben, okay, AMRs fahren und das ist jetzt ein Bereich. Der zweite Bereich in den Montagen, die wir haben, die jetzt komplexer sind, war die Überlegung, wie kann ich es denn schaffen, mehrere Bereiche zu automatisieren, die aber einzelne Montagemodule keinen Sinn machen. Und da gibt es auch sogenannte, wir nennen das Minimatrix, gibt ja so Transportsysteme, die fahren auf dem Tisch oder auf der Platte, sind kleiner, das fährt ja, unsere Produkte sind so groß. Und auch dort sind wir jetzt gerade dabei, sagen wir, solche Montagesysteme zu verbinden über solche Platten, die dann austauschen.
Das ist jetzt das nächste System, was wir haben, was auch gerade im Aufbau sind, was wir gelernt haben, dass auch, sagen wir, Matrix anders aussehen kann. Aber auch hier ist es wichtig und ich sage mal aus der Praxis, natürlich haben dann die Kollegen der Automatisierung natürlich den Menschen an die Seite gestellt und gesagt, nee, das geht aber nicht, der Mensch bleibt weiterhin im Mittelpunkt. Ist es derjenige, der auch das System und das System hilft quasi, ihm seine Arbeit auch zu ergänzen. Und das ist immer der wichtige Punkt, auch bei den Themen den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wird dann die erste Module laufen. Da werden wir auch lernen, was weitergeht. Aber man sieht, sagen wir mal, der Punkt geht weiter und in einem sehr montagespezifischen Bereich, Hochkonfiguranten, setzt man, sagen wir mal, so eine Matrix-Gedanken ein, indem wir Transportsysteme mit Montagemöglichkeiten haben, sodass er quasi werden, kommissionieren, bereits die Montagen machen dazu und dann sucht halt dieser AMR zusammen mit dem Menschen den nächsten freien Arbeitsplatz, wo er angedockt wird. Also unterschiedliche Konzeptausprägungen, immer auch mit dem Lean-Prinzip gedacht und immer ein Problem, ihr Produkt zu lösen, das zu lösen gilt in dem Augenblick. Super. Also das finde ich stark, dass ihr jetzt dieses Prinzip auch nochmal in ganz anderen Bereichen quasi auch übertragt und vor allem auch in einer ganz anderen Skalierung, also jetzt in dem Fall der Minimatrix, was du beschrieben hast. Was ich mir da spannend vorstelle ist, wenn man jetzt mehrere Matrizen hat, ja, wie man das dann gut steuert, aber das würde ich gerne noch von hinten anstellen, wenn wir dann in unserem dritten Teil auch noch über das Thema Digitalisierung reden. Als nächstes würde ich gerne das Thema Automatisierung aufgreifen, was du jetzt auch schon berichtet hast mit der Minimatrix. Und da für mich die allererste Frage, wie sehr siehst du überhaupt Automatisierung als notwendig für die Matrix? Und lass uns mal damit starten. Per se ist Automatisierung nicht notwendig für die Matrix. Aber wenn man überlegt, wenn Montagearbeitsplätze sind, ist es nicht per se nicht dringend notwendig. Aber es erleichtert ein paar Sachen. Also überlegt, man tauscht Verschwendung, nämlich Wartezeit Mensch gegen Verschwendung Transport zum Beispiel, bietet sich an zu versuchen, diesen Transport zu automatisieren, sodass da ein Benefit kommt, um diese Verschwendungsart quasi zurückzunehmen. Das Schöne ist, über das Prinzip kommt ja eine Menge Lösungen für Automatisierung, die vorher gar nicht aufgefallen sind. Also das Thema Innovation, was du vorhin schon hattest. Ne? Innovation. Also neben dem Thema Ein-Ausstapeln, was vorher auch schon da war, aber sich keiner Gedanken gemacht hat, weil hat er keinen Grund gegeben, es zu automatisieren, haben die Leute ja auch getan. Hatten wir ein zweites Thema, das war für mich, wo ich schon lange in der SMD-Produktion, also in der Elektronik unterwegs bin. Es werden gewisse Bauelemente, kann man nur bestücken, indem, sagen wir mal, die Pipetten einen Greifpunkt auf dem Bauelement finden, so Bestückhilfen. Ja. Und die Bestückhilfen, wenn wir drauf sind, müssen auch wieder runter. Und wer hat das bisher gemacht? Die Facharbeiter am Ende der Linien haben halt die Bestückhilfen runtergemacht. Bis einer gekommen ist, ja, wenn wir es automatisiert machen, geht das aber nicht mehr, weil das fährt ja im nächsten Schritt in eine automatische Prüfung rein und dann kann ich nicht prüfen. Und gesagt, hat er recht. Und dann hat es dann quasi über Zusammenarbeit mit Universität eine Masterarbeit gegeben, wo ein Staubsauger in die Linie integriert. Also wirklich ein Staubsauger, der halt dann quasi diese Bestückhilfen... Also handelsüblicher Staubsauger, ja? Ja, es war ein Industriestaubsauger, ja, der dann die Dinger abgesaugt hat. Das war aber dann immer der kritische Punkt. Also wir haben das mit Leichtbauroboter realisiert. Dann war die Frage, ja, die Bestückhilfen hängen ja je nach Lieferant ab. Das heißt, man musste eine Berechnung des Programms machen, basierend auf dem Wissen, welcher Lieferant gekommen ist, damit zu wissen, wo die Positionen sind, wie das abgesaugt werden muss. Und das war eigentlich die Herausforderung, dann kommt Digitalisierung dazu, dieses Programm quasi zu berechnen, abzusaugen. Hätte ich geglaubt, dass ich einen Staubsauger in der Linie hätte, ich glaube, vor 6 Jahren hätte ich gesagt, völliger Schwachsinn, aber jetzt steht in jeder SMD-Linie ein automatisierter Staubsauger, der quasi die Dinger absaugt mit Automatisierungshilfen und der Kollege, der es für uns dann in der Bachelorarbeit und Masterarbeit entwickelt hat, sind inzwischen Mitarbeiter für uns und darf auch weiterhin automatisieren. Aber so sieht man, wie sich die Themen Automatisierung treibt. Ein weiteres Beispiel und dann kann man überleiten in einem mit Digitalisierung, die Prüfmaschinen kann jedes tun. Aber da immer Facharbeiter da war, hat man gewisse Themen manuell gemacht. Die Antwort war, ja, wenn du es automatisch einstapeln kannst, dann kannst du das Programm automatisch laden, dann kannst du automatisch richten, damit braucht keiner mehr etwas rüsten. Du musst nur mehr Software rüsten machen.
wie es halt manchmal so ist, die Maschine wird ausgelegt, die Herausforderung war nicht da und darüber hat es die nächste Innovationsschritte gegeben, diese Themen automatisierbar zu machen, also in dem Fall wesentlich Software, wie biete ich Maschinen an, an einer Rüststation ist nicht bloß ein Auftrag, können auch mehrere sein, sondern das Thema, die richtige Anbindung an das MS-System zu bringen und so treibt das Thema Automatisierung und die Leute wollen es auch, weil es nimmt ja Themen weg, die per se für die Facharbeiter und das ist vielleicht der andere wichtige Punkt, nicht wertschöpfend sind. Ja, also ob das ja. Transport weg ist oder Bestückhilfen ist für einen Facharbeiter, also über seine Grundehre etwas zu tun. Deutsche Facharbeiter haben ja sehr viel Wissen, sehr viele Themen und ich glaube, das ist nicht Automatisierung der Aufgaben, die der Facharbeiter macht, sondern hilft dem Facharbeiter auf seinen eigentlichen Themen sich zu fokussieren, Qualitätsverbesserung einzugehen, wenn ja. Themen sind, sein Wissen reinzubekommen, wirklich fokussieren auf diese Themen. Und ich glaube auch, das Thema Schieben von Bauelementen oder Einstellen von Magazingrößen ist für einen Facharbeiter auch nicht das Thema, das er tun sollte. Das ist so. Sehr stupide Arbeit und wenn man die automatisiert bekommt, das ist doch super. Du hast jetzt aber vorhin bei der Minimatrix eine Sache gesagt, dass uns, dass euch wichtig ist, dass der Mensch im Fokus ist. Und vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, was das konkret bedeutet. Also wir haben auf dem Bereich in den großen Maschinen, war es wichtig, mit dem Facharbeiter zu reden, warum er die Themen tut, dass sie nicht ihm wegzurationalisieren, sondern ihn auf die Themen zu bringen, die ihm wichtig sind. Das zweite, Mensch fokussiert ist, wenn ich so etwas einführe, muss man den Leuten ja auch die Möglichkeit geben, damit umzugehen. Das heißt, man muss relativ viel tun, zum Beispiel die AMRs, die gefahren sind. Wie kriege ich den wieder gangbar, wenn man gestört ist? Also zu glauben, dass das alles perfekt funktioniert, ist es nicht. Aber sie müssen die Facharbeiter haben herangeführt, dass sie auch, sagen wir mal, den Kollegen den Knopf drücken könnten. Dann kommt das nächste Thema, fährt er langsam, wie sie laufen, dann wird es irgendwann ein Problem werden, weil dann die Akzeptanz gering ist. Das heißt, ganz bewusst auf das Thema einzugehen, das den Leuten hilft, ihre Arbeit besser zu erledigen, aber auch Kulturwandel. Beim anderen ist das Gestalten von Montagemodulen, also von Flussinseln. Wir haben bei uns ja offene U-Zellen in dem Augenblick. Und da war die Frage, wo arbeitet der Mitarbeiter? Bei uns arbeitet der Mitarbeiter im Mittelpunkt, also Chaco-Chaco-Linien und die Maschinen sind außerhalb angeordnet, um quasi dem Thema zuzuordnen. Und Mensch im Mittelpunkt heißt, ich kann die Automatisierung für diese Minimatrix so machen, dass der Mensch am Rand steht und halt zuarbeitet, aber dann wahrscheinlich sehr viel Wartezeit hat. Oder auch bei dem Design halt in der Mitte drin steht und der Automatisierer vielleicht das Problem hat, dass das Produkt von der linken auf der rechten Seite vielleicht sogar ein Mensch rüberbringt oder halt einmal die Automatisierung legen muss, automatisch rüberzukommen. Aber der Mensch ist im Mittelpunkt und geht weiter in diese Chaco-Chaco-Linie entsprechend ab und ist quasi im Zentrum, was getan wird. Nicht am Rande und kann zuschauen und hoffen, dass die Maschine läuft. Ja, okay, also ganz praktisch im Mittelpunkt, nicht nur von der Philosophie in dem Fall, aber ich meine, am Ende geht es ja darum, dass die Prozesse auf dem Menschen ideal ausgelegt sind, dass er bestmöglich arbeiten kann. Dass er seine Arbeit optimal machen kann und auch nicht er wegratzelt, sondern alle Themen, die quasi nicht notwendig sind, der halt dann die Themen macht, die für ihn, er kann am besten auch Komplexität behandeln, schwierige Prozesse machen, aber auch das Thema Maschinenbeherrschung in dem Augenblick dann oder Kontrolle sprechen, besser ausüben. Ja, vielleicht als letzter Punkt zum Thema Automatisierung. Habt ihr so ein Zielautomatisierungsgrad oder sagt ihr, ja, wir entwickeln uns da immer kontinuierlich weiter? Weil du sagst immer, ihr wollt nicht wegrationalisieren, aber am Ende seid ihr ja auch wahrscheinlich die Facharbeiter und die Experten, die findet ihr wahrscheinlich auch nicht überall rumliegen. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich auch dankbar sein, wenn ihr möglichst viel automatisiert bekommt. Oder wie handhabt ihr das? Also, erstens mal, sagen wir, Automatisierung ist eine Hilfestellung, quasi unsere Produktivitäten zu bringen, aber auch dem Fachkräftemangel gegenzuwirken, der da ist. Auf der anderen Seite hoffen wir alle, dass wir mit unseren Produkten, sagen wir, die Möglichkeit, die Digitalisierung, unsere Produkte gehen sehr viel in Digitalisierung, Automatisierungslösungen, dass sie natürlich auch wachsen. Ja. Da gibt es zwei Möglichkeiten, ich stelle mehr Leute ein oder ich kann mit den gleichen Leuten, ohne dass die Leute deswegen sich mehr anstrengen müssen, auch mehr Output generieren. Man muss immer wissen, wenn die Produkte günstiger werden, können auch wieder mehr digitalisiert und automatisiert werden, um die Thema voranzubringen. Und ich glaube, in dem Spagat befinden wir uns quasi, um das zu machen, klar, Automatisierungsmöglichkeit, sagen wir mal so, um Produktivität zu generieren, aber auch die Qualität hochzubekommen. Weil jedes Mal, wenn der Prozess automatisiert wird, ist eine ganz andere Anforderung an die Güte des Prozesses ans Produkt, wie wenn es ein Mensch macht. Der Mensch kann es ausgleichen, Toleranzen überwinden. Das heißt, man lernt auch eine Menge dazu im Reifegrad oder im Wissen über das Produkt, über seine Prozesse. Und ich glaube, das ist das Nächste, was ja auch, sagen wir mal, den Fortschritt und das Wissen der Menschen treibt, die Wissen einfach mehr, so einen automatisierten Prozess zu realisieren. Und von dem her haben wir auch keine Angst, wenn jetzt Produkte hochautomatisiert sind oder vollautomatisiert sind, dann ist es gut so.
Aber Produkte müssen immer designt werden, Produkte müssen eingeführt werden, müssen anlaufen und dort wird es immer auch Menschen brauchen, die das Wissen haben und aus dem Wissen generieren wir wieder, sagen wir mal, das fürs Hochautomatisieren und dann geht es im Zyklus vorne rein. Von dem her haben wir eine positive Einstellung zur Automatisierung. Ja, aber das ist gut und ich finde den Aspekt der Qualität, den du gerade beschrieben hast, dass man sich noch ganz anders mit dem Prozess beschäftigen muss, ich glaube, das wird oft unterschätzt, wenn man in Richtung Automatisierung geht. Ja. Ich glaube, den darf man nicht unterschätzen. Das kann ganz schön wehtun, wenn man dann wirklich mal sieht, wie gut der Prozess ist, wenn man dann wirklich mal vor Ort ist und dann, aha, so weit ist er denn wirklich. Aber ich glaube, diese Offenheit und sagen wir, diese Erkenntnis hilft ja auch dann, die nächsten Innovationsschritte und die nächste intensive Arbeit am Prozess oder am Produkte voranzubringen. Ja. Ich sage da mittlerweile auch ganz oft, man kann eigentlich mittlerweile fast alles automatisieren. Die eine Frage ist natürlich, was für ein Aufwand ist es, das dann hinzubekommen? Und die andere Frage ist dann, wie flexibel ist der Prozess nachher auch? Was kostet der Spaß? Genau, das steckt im Aufwand natürlich drin. Ja. Ja, wir sind jetzt schon mehrfach beim Thema Digitalisierung vorbeigekommen und das ist ja auch ein Thema, was du auch werkeübergreifend vorantreibst. Deswegen jetzt vielleicht auch mal im Kontext jetzt der Produktion in Karlsruhe. Was würdest du sagen, ist da Digitalisierung mittlerweile das wichtigste Thema überhaupt, um so eine Produktion nach vorne zu bringen? Also ich glaube, es geht im Einklang. Am Schluss erfolgt ja die Wertschöpfung vor Ort, die der Mitarbeiter macht. Das muss man wissen, die Anerkennung der Leistung, dass am Schluss der Mitarbeiter vor Ort die Leistung bringt. Und alles, was wir, also ich als Werkleiter tue, ich PowerPoint mal, dafür zahlt der Kunde kein Mehrwert. Das muss dazu dienen, dass am Schluss der Mitarbeiter diese Leistung besser bringen kann. Und Digitalisierung hilft dazu. Es gibt mehrere Sachen. Also ein Beispiel, zum Beispiel diese Maschinen. Wie wir gesagt haben, ja, brauchst du nicht mehr rüsten, sagt er, super. Das Problem ist aber, die ersten 2-3 Boards ist die Wahrscheinlichkeit von Pseudofehlern höher wie später. Mhm. Ich habe gesagt, ja, Pseudofehler. Und jetzt im Netzwerk hat es bereits eine Anwendung im Netzwerk gegeben, die für ICT-Adapter, also für die Adapter getrieben, Pseudofehler über KI, Machine Learning quasi beurteilen zu lassen. Und nur dann, wenn die KI sagt, musst du anschauen, dann kommt der Mensch. Und dann plötzlich war dieses Thema, was vorher schon bekannt war, ich gesagt, warum soll ich das tun, hat einen Mehrwert gehabt. Das heißt, es hilft, dem Facharbeiter erst dann hinzugehen, wenn die KI sagt, ist es. Und damit hilft es, dem Facharbeiter nicht permanent gestört zu werden, im Wesentlichen aus den Bereichen. Dafür hilft Digitalisierung, quasi den nächsten Schritt gehen zu können, es auszunutzen. Aber so eine Matrix ist ja nicht unkomplex. Man hat eine höhere Komplexität, jedes Produkt kann auf jede Linie. Bei uns geben die Rüstungsprodukte Produkte vor, die müssen permanent gepflegt werden und das per Papier schwierig. Optimiert, menschlich fast nicht mehr. Das heißt, man braucht auch Algorithmen dahinter, um quasi diese Komplexität beherrschbar zu machen, sichtbar zu machen. Und Digitalisierung ist eine Voraussetzung, um die nächsten Schritte zu gehen. Und dafür brauchen wir auch Leute, die das können. Und da sind wir jetzt am Standard. Wir sind am Standard Karlsruhe. Wir sind nicht diejenigen, die die geringsten Lohnkosten haben, aber wir haben einen riesen Vorteil. Wir haben Universitäten drumherum, ob es in Karlsruhe ist, Mannheim, Heidelberg, Straßburg, Stuttgart. Das ist unser Kapital. Das heißt, wir haben sehr gute Studenten, ob das jetzt Maschinenbau, Elektrotechnik, aber auch Informatik sind. Fraunhofer in der Nähe. Ich glaube, aus dem Pool haben wir Leute, die so etwas können und die können natürlich diese Digitalisierung oder diese Simulationsmöglichkeiten im digitalen Zwilling anders nennen. Und das dritte, Digitalisierung wird unterschätzt, ich brauche eine Infrastruktur, die stabil genug ist, das zu tun. Weil wenn das Netz nicht da ist oder die Information der Maschine nicht da ist, welche frei ist, dann steht das System. Dann können Sie mal 2 Stunden warten, damit es funktioniert. Das auch geht richtig teuer. Einfach nicht. Ja. Da wird so richtig teuer. Und dann lernt man erstmal kennen, was heißt denn also Wirklichkeitsfähigkeit, was heißt denn Service Level Agreements zu haben, die da funktionieren. Und auch das haben auch unser Lehrgeld bezahlt und das ist auch ein wichtiger Lernprozess aus dieser Unabhängigkeit von IT und Digitalisierung heißt, die Verfahren, die Systeme müssen deutlich robuster werden. Auch das ist ein Lernprozess, dorthin zu können und wenn sie es dann mal auch können, haben sie ein ganz anderes Niveau erreicht. Auch dort verstehen sie ihre Prozesse besser, sie wissen, wann die Updates gefahren werden, wie die Updates zueinander funktionieren. Also da ist eine Menge Arbeit auch zu leisten, die es hilft, da auch entsprechend voranzukommen. Mhm. Okay, ja, das kann ich sofort nachvollziehen. Ich meine, so ein bisschen wie mit der Automatisierung, ne, dass man einen ganz anderen Anforderungen an den Prozess hat. Und das gilt natürlich auch für die Prozesse, die IT-seitig ablaufen. Wir haben jetzt ja vorhin über das Thema Matrix geredet und du hast es gerade selber nochmal gesagt. Das ist ja auch eine hohe Komplexität, das Ganze zu planen, zu steuern, zu optimieren. Das ist ja auch nicht so, dass man da einfach eine Software out of the box kauft. Also wie seid ihr da vorangegangen zu sagen, okay, wir setzen das um, ohne uns da auch von der Komplexität IT-seitig zu übernehmen? Weil das ist ja auch eine große Herausforderung, das überhaupt sinnvoll abzubilden. Also wir haben 2 Sachen gemacht. Also die Planung der Linien haben wir quasi zusammen mit KIT entwickelt, Simulationsmodelle.
wahnsinnig erbringt, sagen wir, hat das System überhaupt die Grundvoraussetzung dafür, das zu erfüllen. Im Bereich dann der, sagen wir, der Steuerung der Maschinen, wie gesagt, wir haben intern auch eine, also nicht als Karlsruhe, sondern innerhalb der Siemens AG Bereiche, wo sich also auch mit solchen Themen auseinandersetzt, wo wir quasi diese Software basierend auf bestehenden Softwarekomponenten geschrieben haben, die in die Architektur mit eingeflossen haben. Natürlich ausgetestet, aber wie gesagt, Stück für Stück entwickelt, damit ja auch die Robustheit da ist, sodass es dann auch später, sagen wir, in vermarktbare Produkte kommen, weil die Anforderungen, die wir haben, haben wir nicht alleine, sondern gibt in anderen Anwendungsfällen auch. Aber wir haben uns genügend Zeit genommen, um quasi die Themen umzusetzen und, sagen wir, die Abhängigkeiten zu entkoppeln, sodass wir immer, also immer produktionsfähig waren. Man darf da keinen zu großen Schritt auf einmal machen. Man muss das in kleine Schritte machen und die Fähigkeiten ausprobieren oder auf eine Linie ausprobieren, damit aber die komplette Produktion nicht lahmgelegt ist. Also das muss man wirklich beplanen und auf mehrere Jahre aufteilen und dann noch entsprechend lernen und vorangehen. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Und dieses schrittweise Vorgehen ist da sicherlich sehr, sehr klug. Zum Start habe ich gesagt, dass wir heute auch über den Dirigenten der Wertschöpfung reden. Und vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen, was da alles mit dazugehört. Also Dirigent der Wertschöpfung, wie ich jetzt erstmal Werkleiter geworden bin, wie ich damals nach China gegangen bin, musste man sich im Wesentlichen auf Shopfloor konzentrieren. Wenn man das im Griff hatte, ich glaube, da war man gut unterwegs. Inzwischen muss man ja von Kunden bis zum Lieferanten, muss man von Kunden zum Lieferanten machen und sehr hochdynamisch. Und das heißt, die digitale Wertschöpfung, auch Philosophie, wir versuchen die Digitalisierung so zu machen, dass die Menschen, die Entscheidungen treffen müssen, internes Umfeld, von der Digitalisierung diese Information bekommen, sodass sie auch sehr schnell mit ihren Teams Entscheidungen treffen können, wenn Veränderungen stattfinden. Und diese Philosophie haben wir versucht, quasi vom Kunden bis zum Lieferanten, also vom Kunden bis zum Lieferanten durchzuziehen, um diesen Informationsfluss zu haben. Aber das Ziel war, diese Informationen, die verschiedenen Menschen, Dirigenten, die halt verschiedene Ketten zu orchestrieren hatten, bereitzustellen, sodass sie mit ihren Teams wirklich schnell agieren konnten. Also, es gibt Verfahren, angeboten werden, wo auf der Welt eine Katastrophe passiert. Diese Information wird sehr schnell auf die Stellen gebracht, die Entscheidungen können. Dann gibt es ein Programm drauf, das sagt, welche Auswirkungen hat das, wo sind Teile vielleicht in dem Bereich verfügbar, sodass das Team sehr schnell Entscheidungen treffen könnte, muss ich Bandstillstand machen, muss ich nachkaufen, umbringen. Und das ist eine Philosophiefrage, wo wir unsere ganze Digitalisierung der Supply Chain versucht haben auszulegen, warum wir etwas tun, nämlich die Fragen des Dirigenten beantworten zu können. Und wenn die KI was beantworten kann, umso besser, braucht der Mensch nicht beantworten. Aber die Philosophie ist immer, die Informationsbereitschaft zu bringen, dass der Mensch und das Team schnellstmöglich handlungsfähig ist. Auf den verschiedenen Ebenen. Also das heißt am Ende da auch wieder so ein bisschen das, was wir bei der Automatisierung hatten, da auch den Menschen in den Fokus zu nehmen, entscheidungsfähig zu machen, da wo er entscheidet, und dann aber auch über die gesamte Wertschöpfung hinweg, also die Wertschöpfungskette am Ende auch diese Information zur Verfügung zu stellen. Das ist ja dann schon nochmal eine andere Sicht, wie jetzt nur ein Werk selbst im Blick zu haben. Genau, nicht bloß jetzt Dinge auch im Netzwerk. Wie gesagt, wir haben ja Partnerwerke, die vielleicht die gleichen Teile haben, die vielleicht andere Informationen und wirklich sagen, diese Vernetzung in unserer, sagen wir, in unserer globalen Welt, auch wenn wir derzeit versuchen, Mauern zu bauen, wir sind trotzdem doch global und globale Probleme lassen sich leider nur global lösen, nicht lokal. Also man kann zwar Mauern bauen, aber der CO2 geht trotzdem drüber oder auch das Klima. Ich glaube, das ist immer der Glaube dran, Dirigent der Wertschöpfungskette, wirklich eine Vernetzung der verschiedenen Bereiche, sodass er wirklich aussagekräftig ist und alle Möglichkeiten zu nutzen, die wir auf der Welt inzwischen haben. Ja. Wie geht ihr damit um, gerade wenn man so ein globales Produktionsnetzwerk hat, dann auch mit dem Thema Wettbewerb? Weil ein großes Thema, wenn man Transparenz schafft, wenn man die Daten übergreifend teilt, ist er dann immer so ein bisschen, erstens, will man das überhaupt? Und ich erlebe das bei so vielen Konzernen, dass das wirklich so Fürstentümer sind und wo ja auch Wettbewerb durchaus gewollt ist zwischen den einzelnen Werken. Und das wird ja bei euch auch nicht anders sein, dass man in einem gewissen Wettbewerb auch steht. Also die Frage ist, was ich im Wettbewerb erreichen möchte. Wenn ich, einen Gewinner oder Verlierer erreichen möchte, dann hat man genau das, was eigentlich dies nicht befördert. Gibt es Verlierer oder Gewinner? Muss ich mal wissen, es gibt einen Gewinner. Winner takes it all, aber es gibt einen Verlierer. Wenn aber da, und ich glaube, wir Menschen sind aber auch, wir wollen Wettbewerb, wir sehen das Team. Das heißt aber lange nicht, dass wir den anderen tot machen wollen, sondern wir wollen immer besser werden, wollen gewinnen, wollen bei Kartenspielen gewinnen, einfach mal auch Spaß haben und diesen Spaßfaktor im Wettbewerb, einfach gemeinsam was zu erreichen, und es können ja befreundete Parteien sein, das ist der positive Aspekt und den muss man wecken. Und wie gesagt, wenn man Bundesliga-Tabellen einführt, das ist schwierig, es gibt Absteiger, das ist schwierig. Ich glaube, wenn man es schafft, Wettbewerb im positiven Feld zu generieren, was uns Menschen motiviert,
auch, sag mal, da kommt auch die Ehrlichkeit, wenn Themen sind, wo es Verlierer gibt, gibt es auch Betrug, also wieder viele andere Themen passiert. Ich glaube, dann weckt man die Leidenschaft, die wir Menschen in uns haben, die im Positiven auch das Ganze ausstrahlen. Okay, also Wettbewerb ja, braucht man schon irgendwie, aber die Frage ist, wie macht man das, ne? Dann genau, Wettbewerb ja, aber im Positiven den Menschen auch da mitzunehmen, weil die Menschen wollen Wettbewerb im Sinne, dass die Spiele im Moment, Teams wollen gewinnen. Das heißt ja lange nicht, dass das andere Team dann erschossen wird. Ja, genau. Das heißt, das ist ein schönes Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel, ja. Ich würde zum Abschluss gerne noch mit dir so einen kleinen Ausblick wagen. Du hast jetzt ja schon so vieles aufgezeigt, wo ihr wirklich, ja, ich finde schon wirklich erstklassig unterwegs seid, nicht ohne Grund seid ihr auch Fabrik des Jahres geworden. Aber nichtsdestotrotz habt ihr wahrscheinlich auch noch ein paar Ideen, wohin die Reise in den nächsten Jahren geht. Was sind so Themen, die da bei dir im Fokus sind? Ja. Also ein Thema, was sicherlich jetzt nochmal neue Möglichkeiten bietet, ist 5G. Also wie gesagt, wir sind ja dabei, wir haben erst einen Probebetrieb. Über 5G haben wir wirklich jetzt die Möglichkeiten, sagen wir mal, mehr auf mobil zu bekommen, mehr Datenvolumen zu bekommen, Echtzeit, Latenzzeiten. Es gibt noch ein paar neue Möglichkeiten. Man braucht ja dieses Mal einen Kabelstrip ziehen, wenn ich dann wieder TM bewegen muss. Das Zweite, was uns schon bewegt, ist, sagen wir mal, die Welt hat sich ja verändert. Sagen wir mal, das Thema Globalisierung hat sich verändert. Es kommt eine Lokalisierung im Wesentlichen. Nichtsdestotrotz müssen die Probleme trotzdem gelöst werden. Und ich glaube, sagen wir, es ist Wettbewerbsfähigkeit über mehrere Fabriken. Und hier ist es zusammen bei den Netzwerken die Herausforderung. Wir werden, um Digitalisierung mal zu machen, bedarf auch sehr viel Geld. Das heißt, nicht jedes Werk kann sich digital allein leisten. Das heißt, man muss gemeinsame Plattformarchitekturen haben. Und das ist schon eine Herausforderung aus dieser Isolation des Werkes alleine. Als Werkleiter, ich habe alle Möglichkeiten, in einen Verbund zu gehen, wo halt dann zentrale Architekturen wirklich Themen vorgeben, aber trotzdem Optimierung halt. Und das ist schon ein Kulturwandel für die Werkleiter, für die Werkleute, die unterwegs sind, aber auch für Zentraleinheiten, die wir so in dieser Ausprägung, zumindest in unserer Industrie, bisher noch nicht hatten. Aber auf der anderen Seite dann ein großer Vorteil, wenn man in so einem Werkeverbund ist, dass man dann auch von solchen Themen profitieren kann, ne? Klar, und wie gesagt, das hat einen Vorteil, wenn man an drei Kontinenten unterwegs sind, auch Richtung War of Talents, auch die Möglichkeiten, Themen schneller zu programmieren. Die Frage, welche Rahmenbedingungen braucht man, welche Leitplanken braucht man, um quasi sowohl lokal trotzdem erfolgreich zu sein, aber trotzdem globale Architekturen bereitzustellen. Und was heißt es immer so schön, dass sie schnell skalieren können? Ist ja das schöne Wort, das schnell skalieren. Ist in der Software einfach gesagt, wenn du Hardware dabei hast, machen wir nicht in Produkte, aber das ist, ich glaube, das zukünftig derjenige, der die Möglichkeit hat, Lösungen zu finden, Themen schnell zu skalieren und wirklich clevere Lösungen hat, der hat echt einen Wettbewerbsvorteil gegen andere, die sich halt da schwer tun in dem Augenblick. Ja, also du würdest sagen, gerade das Thema Geschwindigkeit, das wird auch in den nächsten Jahren ein großes Thema sein. Ich glaube, die Dynamik dieser Welt wird sich in den nächsten paar Jahren nicht verändern, sondern wird noch zunehmen. Und damit ist der einzige Thema, wie man darauf reagieren kann, Geschwindigkeit, Entscheidungen zu treffen, sich anzupassen, zu reagieren, ist der Haupterfolgsfaktor. Na, dann seid ihr mit der Matrix schon mal gut aufgestellt. Hoffen wir zumindest, werden sehen, aber wie gesagt, auch das entwickelt sich weiter. Aber ich glaube, damit haben wir zumindest für die Herausforderung der Supply Chain Krise gute Antworten gehabt und die Matrix hat ja noch mehrere Potenziale, die wir jetzt auch nutzen und auch ausleben werden. Ja, und gerade was das Thema Anpassungsfähigkeit, Geschwindigkeit auch an dem Punkt dann anbelangt, ich glaube, das ist ganz gut. Aber mal gucken, wie schnell sich sowas dann auch weiterentwickeln wird und was für Konzepte wir vielleicht auch in den nächsten Jahren noch sehen werden. Also das ist das Schöne, dass, glaube ich, da gerade vieles im Wandel ist. Vielen Dank für den Einblick, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, alle konnten folgen unsere Einstiege in die Matrix und das Ganze drumherum. Und ich bin mir sicher, es ist auf jeden Fall viel mitzunehmen, auch gerade mit der Frage, wie wir das Ganze auch so gestalten, dass der Mensch am Ende im Mittelpunkt ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, Manfred. Dankeschön, Tobias. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig und mit Siemens. Und es wird bald eine weitere Episode mit Siemens geben. Deswegen möchte ich dir heute schon sagen, folg dem Podcast, abonniere den Podcast, wenn du es nicht sowieso schon gemacht hast, und folg uns bei LinkedIn. Die Sarah Sieringer wird nämlich darüber reden, als Head of International Operations and Strategy Development, was alles im Hintergrund notwendig ist an Produktionsstrategie und an Methoden und an agilem Mindset, um das alles an Technologien und Innovationen in der Fabrik umzusetzen. Das heißt, bleib dabei und empfehle den Podcast weiter. Vielen Dank und bis bald.